Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo von mir, dem Mr. SwissZocker. Ja. Erstmal hallo. Kurzes Infovideo, das letzte ist ja schon wieder ein Weilchen her. Ein ganzes Weilchen. Über einen Monat ist es her, seit ich das letzte Infovideo hochgeladen habe. Und ja, dachte mir, es wird wieder mal Zeit. Erstmal möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken für 432 Abonnenten. Die 400er Marke haben wir wann nochmal geknackt? Ich gucke kurz, wir haben ja da einen fetten Livestream gemacht. Ja, ich Schlauberger gehabt, das ja vor 4 Wochen, vor einem Monat, haben wir die 400er Abo-Marke geknackt. Es ist wirklich fett. Ich möchte euch hierfür extrem danken. Vor allem, was ich auch ganz geil finde, die Aufrufezahlen sind gestiegen. Also, klar, im Vergleich zu 400 ist es immer noch nix. Aber anscheinend, wie jetzt kommt irgendwer in mein Zimmer, ich bring ihn um. Na, die Aufrufezahl, klar, Alarmfaktor 11 ist jetzt nicht so schnieke angekommen, wie ich es mir erhofft habe. Aber wurscht, nicht jeder kann alles gleich geil finden wie ich. MTA Bio Real Life ist sehr gefragt. Nein, draußen bleiben. ja, bei mir laufen hier Leute vor der Tür rum. Ich hoffe, sie kommen nicht rein. Nein, sie laufen weiter. Sehr gut. Und zwar, bisschen verpeilt heute. Komme ich gleich noch dazu. Ja, das finde ich wirklich mal cool. Ich denke, ich werde mal in Zukunft auch nochmal einen Livestream machen, wo wir dann ein bisschen mehr als 2 Zuschauer haben. Hoffe ich mal. Genau. Dann kommen wir jetzt aber zur Zukunft meines Kanales. Bevor ich weiterfahre, noch ein kurzes Dankeschön an den lieben Niklas von Nickname Pictures. Er hat mir hier dieses Intro gemacht, was ihr auch nochmal hier sehen könnt. Danke, danke vielmals dir, Niklas. Ist wirklich cool geworden. Ich hätte es nicht so hinbekommen. Wirklich cool. Vor allem ist hergekommen und hat gesagt, hey, kann dir ich mach dir ein Intro, wenn du willst. Habe ich gesagt, ja, kannst du mal machen. Gerne, sage ich nicht nein. Ja, das ist bei rausgekommen. Ich find's wirklich cool. Und ja. Gut, dann haben wir den 4. Punkt, den ich eigentlich erst als 4. abhaken wollte, abgehakt. Haben wir den halt ein bisschen vorgezogen an den 1. Platz. Jetzt kommen wir zur Zukunft dieses Kanals. Und zwar, ich denke, ihr kennt PietSmiet. Das ist ein ganzer Haufen von verrückten Leuten, die alle zusammen einen YouTube-Kanal haben. Ich habe mir mal was Ähnliches überlegt, und zwar, läuft die Aufnahme noch? Ist mein Mikro an? Ja. ihr kennt ja ein paar Leute mittlerweile, die Leute von GreenBitCube, der Martin und der, also der Sir Pacman und der Blobble, der Bodis und den MM Airliners. Wir vier, ja. Ein Kumpel von Martin, also 5, und ein Kumpel von mir, also 6, werden wahrscheinlich auch einen Kanal aufmachen. Also nicht wahrscheinlich, das ist so, wenn wir so machen, dass wir halt einen Kanal aufmachen und uns zusammen das Ganze führen. Heißt, Mr. SwissZocker, dieser Kanal wird es dann nicht mehr geben. Beziehungsweise, der Kanal bleibt bestehen. Ich benutze diesen Kanal dann weiterhin als mein Privat-Channel. Heißt, ich gucke hier die Videos von meinen ganzen Abo-Leuten hier. Die gucke ich alle auf diesem Kanal. Auch Kommentare werde ich so weit wie möglich noch weiter bearbeiten. Auch PNs könnt ihr mir schreiben. Ich beantworte die, wenn ich die sehe.
Genau, also es ist nicht so, dass hier einfach fertig Kanal löschen, alles weg, sondern der Kanal bleibt so, wie er jetzt ist. Genau, das ist auch der Grund, wieso seit einer Woche kein Cobra 11 mehr kommt. Das Cobra 11 Let's Play ist ja beendet, ist fertig und jetzt momentan sind wir noch an Vio dran und APB haben wir auch noch und was weiß ich alles. Ich werde für Vio noch ein bis zwei Aufnahmen machen. Dem Niklas bin ich noch eine schuldig. Dem habe ich versprochen, hey, als Dankeschön mache ich mit dir eine Aufnahme zusammen. Die kommt noch. Wir müssen nur noch mal einen Termin finden. Niklas, schreib mich an, wenn du Zeit hast. Und dann werde ich wahrscheinlich dann noch eine finale Aufnahme mit euch zusammen machen, in Verbindung mit einem Livestream. Das wird dann wahrscheinlich so Mitte, Ende April sein, weil ich dann erst wieder Zeit habe. Oder Ende, je nachdem, wie schnell wir es mit diesem Kanal hinkriegen, wird es schon Ende März sein. Und sonst Ende April. Lasst euch überraschen. Aber ja, so wird es in Zukunft weitergehen. Also hier auf diesem Kanal braucht ihr keine Single-Let's Player-Projekte mehr zu erwarten. Also das ist Alarm für Cobra 11. Das Syndikat wird auch erstmal nicht kommen. Falls ich hier weiterfahre, falls wir mit dem neuen Kanal noch warten, werde ich hier das nochmal starten. Dann kriegt ihr aber nochmal ein Infovideo und. Und ja. Also, ne. Falls ihr noch irgendwelche geilen Namen habt, weil wir müssen uns momentan noch, sind wir noch im Namen ausdenken, was wir für einen Namen nehmen können für einen Kanal, falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Wir sind für Ideen offen. Was wir für einen Kanal Namen haben wollen. Genau. Gut, dann haben wir die Zukunft des Kanals auch abgeschlossen. Ich lösche das hier kurz von meiner Themenliste. Ich habe ja jetzt hier in so ein super Tablet, wo ich eine Notiz-App drauf habe und das Ganze hier so mache. Es ist kein iPad, nix. Ich stehe nicht so auf vergammelte Früchte. Dann kommen wir. Ach, es getönt. Hat sich jetzt angehört wie ein Furz. Egal. Projekte. Und zwar. Das ist falsch hier. So. Ja, wir sind jetzt. Sind wir. Haben wir Alarm für Cobra 11 Highway Nights? Ja, eigentlich muss ich ja hier hin. Dumpfbacke. Alarm für Cobra 11 Highway Nights haben wir abgeschlossen. Ich weiß, ich muss das Ganze hier noch ändern. Wehe, mein Mikrofon ist jetzt aus. Dumme Tastatur. Wehe. Ich muss, weil meine Tastatur spinnt ab und an, da muss ich die wieder ausziehen, wieder reinstecken. Ja, Sam stimmt auch nicht mehr ganz. Kommen wir gleich zu. Also, ihr seht, das hier ist nicht so mein Gebiet, da kümmere ich mich nicht so drum. Highway Nights haben wir abgeschlossen. Minecraft werde ich auch nicht mehr machen, weil ich habe. Oder momentan nicht, weil ich habe einfach keine Lust mehr auf den Scheiß. APB Reloaded werde ich wahrscheinlich zusammen mit der MTA im Stream noch eine finale Aufnahme machen. Genau. Ja, das bleibt dann auch so. Die ganzen Projekte hier werden wir dann auf den neuen Kanal übernehmen. Aber ich denke, ich werde nicht mit Alarm für Cobra 11 starten. Da kommen wir zum nächsten. Wenn ihr ein Projekt habt, was ihr gerne von mir sehen wollt auf dem neuen Kanal, dann schreibt mir noch bitte. Ich werde der Typ sein, der. Wir werden das ein bisschen unterteilen. Der eine macht irgendwie Ego-Shooter, der eine macht GTA-Kampagne, der eine macht. Was weiß ich. Battlefield, der andere macht. Modern Warfare, irgend sowas. Ja, wenn wir ein bisschen die Aufgaben aufteilen. Einer macht, der Boris kann ja nicht aufnehmen momentan, der macht dann so ein bisschen die administrativen Sachen. Ja, ich kann es jetzt sagen, der Crazy macht auch mit.
Der wird wahrscheinlich so ein bisschen unser Designer sein. Er kann ja auch noch nicht aufnehmen, hochladen. Ginge jetzt zwar, aber kann noch nicht aufnehmen, weil wegen PC-Leistung. Mitzocken kann er, aber aufnehmen nicht. Er wird so ein bisschen Design machen, so ein bisschen Kanal-Design hier, also Banner, Profil-Symbol, so Sachen wird er dann machen, wenn die die Sachen ein bisschen aufteilen. Genau, ich werde dann der Typ sein mit den Racing-Projekten, weil ich halt einfach ein Lenkrad habe. Genau. Falls ihr irgendwie ein geiles Racing-Spiel habt, was ich let's playen soll, dann schreibt's mir. Zur Auswahl habe ich gerade Grid 2, TDU 2, also Test Drive Unlimited 2. Ist zwar schon ein bisschen angestaubt, aber es ist immer noch ein hammergeiles Spiel, wie ich finde. Diverse Need for Speeds habe ich. Was habe ich noch? Ich guck gerade mal. Ja. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr gerne für ein Let's Play sehen wollt als erstes. Genau, also Minecraft wird auf diesem Kanal ziemlich sicher nicht mehr kommen. Einfach weil ich keinen Bock mehr auf den Müll habe. Ja. Genau. Dann kommen wir zu den Videos. Ich muss hier mal kurz gucken, wie lange ich hier schon aufnehme, weil ich habe eigentlich nicht so lange machen wollen. Die Videos. Das Video hier war das letzte, was ich noch auf Platte habe. Jetzt muss ich warten, bis der liebe Niklas Zeit hat zum Aufnehmen. Ich hoffe, wir können morgen Abend aufnehmen. Oder Sonntag, Samstag. Ich bin das Wochenende weg, darum, ne? Werde ich auf jeden Fall noch gucken. Auf Twitter könnt ihr so ein bisschen mitverfolgen, da werde ich mal einen Kommentar abgeben, wann ich wieder Videos hochlade und alles. Moment, kurz aufstoßen. Ja, aber es erwartet in nächster Zeit nicht allzu viele Videos, weil eben ich will kein neues Projekt starten, wenn wir den neuen Kanalball aufmachen. Ne? Das ist jetzt erstmal so ein Vor-Info-Video. Also ich werde auf jeden Fall noch ein Info-Video raushauen, wenn wir dann effektiv wechseln. Ne? Weil ich mache das auch aus einem anderen Grund, und zwar, ihr seht, 400 Abonnenten zu 100 Aufrufen knapp. Dieses Verhältnis stimmt nicht mehr so ganz. Das heißt, es gibt bestimmt ein paar Leichen unter den Abonnenten. Die 400 Abonnenten sind auf keinen Fall mehr aktiv bei mir. Ich gebe euch gar nicht die Schuld. Es kann auch an YouTube liegen, weil ich habe es gestern gemerkt. Da hat der liebe Michel von P1TV ein Video zu seinem neuen Ford Fiesta hochgeladen. Und YouTube dachte sich, nö, brauchst du nicht wissen, dass der ein Video hochgeladen hat. Guck, Gronkh. Dann habe ich auf seinem Kanal geguckt, weil ich wusste, er hat sich jetzt einen Ford Fiesta ST gekauft. Bin ich mal auf seinen Kanal gegangen, habe geschaut, hey, der hat ein Video bekommen. Wieso sehe ich das nicht? Drum ist YouTube da bestimmt auch mit Schuld. Aber hey. Also dann könnt ihr dann nachher, sobald dieser Kanal besteht, dann wechseln, den dort abonnieren, von mir aus das Abo hier löschen, wie ihr wollt. Und ja. Dann können wir halt die ganzen toten Abonnenten bisschen, also toten Anführungs- Schlusszeichen, ich hoffe, sie leben noch, können wir die halt so ein bisschen, ne, ausschaffen, würde der Schweizer sagen, genau. Ja. Ja, das war's eigentlich zu den Videos. Jetzt kommt noch das Letzte. Gamescom. Gamescom ist ja jedes Jahr so ein Thema, ist ja immer in der Sommerferien, je nach Bezirk, Anfangs Sommerferien, für mich sind es Ende Sommerferien. Ich werde dieses Jahr nicht kommen. Dieses Jahr 2014 ist es mir nicht möglich, an die Gamescom in Köln zu kommen. 2015 habe ich eigentlich vorzukommen, möchte ich möglichst kommen, weiß ich aber noch nicht. Weil dann bin ich 18, dann möchte ich mit dem Auto dahin, nicht mit der Drecksbahn, einfach weil man mit dem Auto mobiler ist. Und ja, also wenn es geht, seid ihr die Ersten, die es erfahren, beziehungsweise auf dem neuen Kanal. 2014 garantiert noch nicht,
weil Ausbildung und alles und dann Gamescom 2015 ist dann für mich auch ein bisschen so, um zu feiern, hey, ich habe die Ausbildung hoffentlich bestanden. Ja, genau. Gut. Aber eben, Infos dann auf dem neuen Kanal. Gut. Ich habe schon wieder viel zu lange Scheiße gelabert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer rein in die Kommentare. Ihr dürft jetzt fleißig Kommentare schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Freitag, wann ihr auch immer das Ganze hier schaut. Schönes Wochenende. Ja. In diesem Sinne, Arrivederci, euer Mr. Swisszocker. Bis zum nächsten Mal. Tschö.